muss einfach reden miteinander. Der Michel, der versteht man sich schon. Im Schulte haben wir ja jetzt den Nationalcoach neu, Petkovic. Petkovic. Da kann man sagen, ist jetzt endlich mal ein Trainer, der die Sprache der Spieler redet. Ich habe gestern eine lebendige Mannschaft. Ich hatte gerade gute Kakassionen. Ich hatte vielleicht manchmal gesucht, ein bisschen komplizierte Solutionen. Du, Sprache ist Glückssache, oder? Vorletzt wollte ich da der SBB anrufen, so auf einer Hotline, oder? Schweizerische Bundesbahnen. 0900 irgendetwas für Deutsch. Drücken Sie die Taste 1. Pour français, touche Italiano, premere il tasto 3. Für Englisch, press 4. Ich drücke 1. Für Deutsch meldet sich ein Herr Burgener. SBB Service Center, Burgener, guten Tag. Und mir war sofort klar, der hockt zu Brieg, was genauso sympathisch ist wie problematisch, weil Brieg ist im Wallis. Ja, da schaue ich mein Anliegen vorträgt. Er sagt, Dienst ist einfach eingeschrieben, zurückschicken, wie die das an dieser Rechnung gut schreiben. Und ich habe überlegt, ob ich nicht doch die Taste 2 für Französisch gedrückt hätte. Das hätte ich eventuell verstanden. Es ist ein kompliziertes Land, oder? Was ich ja nicht behaupten du, es ist auch nur ein Ziel von unserer Hymne auf Italienisch. Was ich muss googeln? Nein, auswendig. Quando bionda aurora, il mattin scindora. Gut, ehrlich gesagt, ja, so müssen googeln, gell? Aber komm, wenn der Schakka oder Shakiri in zwei Wochen wieder für die Nazi einlaufen, die singen das sowieso auf Albanisch. Oder noch schlimmer, Baseldeutsch. Du, Hauptsache, sie tun in diesem Länderspiel gell, die Leistung anprüfen. So heisst es doch auch, gell? Der Rocci, wenn er da Wimbledon an Ranzen überkommt, kann meine Leistung nicht abprüfen. Ich muss sowieso gerne lachen, wenn die Sportler reden. Gell? Der Kollektiv ist wichtig, nicht ich individuell. Sagt jetzt jeder, der ein Goal macht. Gell? Sagt, der Kollektiv ist wichtig. Dabei verrecken doch die Schier vor Freude, dass jetzt das Goal ausgerechnet ihnen gelungen ist. Aber dann hängen drin, da hängen die 18-, 19-jährigen Fissel. Vor der Kamera. Aber arschcool, der Profi raus. Ist nicht relevant, dass ich Goal gemacht habe. Der Kollektiv ist wichtig. Der Gaschi Albe. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft da helfen konnte. Nein, ich glaube, die trainieren schnell reden und nichts sagen. Und wenn dann der Name Langläufer der Schnauf ausgeht, weil, ja, das hat man ja gesehen, WM da Colonia, oder? Wenn der Norweger in Gottes Namen besser doppelt war. Sagst du halt hinten drin. Das Material war nicht top eingestellt. Und gell, meine Kinder hören den Kabis im Fernsehen. Kannst schauen, die Tochter kommt einmal mit einem Zweieinhalber von Schuhe und sagt, Vati, ich konnte meine Leistung nicht abrufen. Das Material war darum nicht top eingestellt. Dann würde er auch sagen, schau, Anna-Luna, musst einfach schauen, dass das Momentum wieder auf deine Seite kommt. Oder so einen saublöden Ausdruck, den sie auch sagen, es sagt doch paar nach jedem Dritten irgendwie. Ein Spieler von diesen Lakers oder diesen Tigers oder diesen Lions oder diesen Flyers ins Mikro von irgendeinem Reporter aus. Das Momentum, sie gibt es auf ihrer Seite. Sie kehren in diesem Match noch. Was genau heisst, ist ja gleich, oder? Ey, ja, wenn der Reporter blöd fragt, musst du halt manchmal blöd antworten. Clara, gut, ist sie doch viert worden an einer WM oder so. Schau, am Podest vorbeigesaust, irgendwie die Bronzemedaille verpasst um 200. Du gehst, schau. Das ist ein Zufall, das ist ja nicht von blossem Auge, oder? Der andere auch leer. Gut, wo haben Sie Zeit verloren? Auf der Piste. Danke vielmals.